So, willkommen zurück zu einer neuen Runde Isaac Afterbirth. Beim letzten Mal haben wir ja ein bisschen reingetiltet, ne? Sind wir gestorben und haben jetzt unsere Winstreak wieder auf Null. Und, ja, ich hatte mir überlegt, eventuell ein paar Challenges zu machen, aber ich würde sagen, wir versuchen es noch ein einziges Mal mit dem Eden Run, mit dem Eden Winstreak, weil ich will eigentlich nicht direkt aufgeben bei 5er Winstreak. Ich glaube, 5er Winstreak ist echt relativ simpel. Wenn ich mich zusammenreiße, dann kriegen wir das hin. Ich habe mir schon ein paar Challenges überlegt, die wir machen können. Und ja, ich würde sagen, wir versuchen uns jetzt nochmal an der Winstreak mit ihnen. Für euch gilt natürlich wieder wie immer. Wow, das ist auf jeden Fall eine weirde Zusammensetzung. Für euch gilt auf jeden Fall auch immer, wie immer, schreibt mir Challenges rein. Ich weiß, ihr seid in den Kommentaren in letzter Zeit echt sehr inaktiv geworden, was Isaac angeht. Und ja, da könnt ihr mir ruhig mal wieder was reinschreiben. Wenn ihr irgendwie Ideen habt für Challenges, ne, einfach reinkloppen und dann ist das easy. Ne? Dann mache ich das. Ich habe, wie gesagt, ein paar Ideen, aber ja, wir müssen mal gucken. Ich glaube, ich werde dafür diese. Es gibt so eine Custom-Einstellung. Das heißt, da kannst du dir Start-Items geben und da werde ich mal ein bisschen was ausprobieren. Also, das heißt, wenn ihr Challenges habt, wenn ihr Ideen habt, was ich für Start-Items nehmen soll. Könnt ihr mir das einfach sagen? Wow, ich bin echt da reingelaufen. Holy fuck. Und dann mache ich das, ne? Dann mache ich das. Ist gar kein Problem. Yep. Muss ein bisschen aufpassen. Ich habe leider nur noch ein halbes Herz irgendwie. Muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht da hinten auch noch reinrenne. Okay, nice. Ja, beim letzten Mal war an sich eigentlich ein guter Run, ne? Wir hatten dieses Toxicity-Gedöns. Und das ist eigentlich immer ganz cool, weil wir in den Raum reinkommen und dann instant Damage verursachen. Aber irgendwie, ja, habe ich es geschafft reinzutilten, ne? Irgendwie habe ich es geschafft reinzutilten. Und wurde dann. Ich hatte noch eine Full-Health-Pille, die habe ich aber leider nicht benutzt, weil ich nicht mehr genau wusste, wie viel Leben wir noch haben. Ich hätte die eigentlich safe benutzen können und, ja, auf Nummer sicher gehen können. Habe ich leider nicht getan und deswegen war die ganze Winstreak im Arsch. Fand ich sehr schade. Habe ich ein bisschen selber reingetiltet. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, machen wir das einfach nochmal. Geben wir dem Ganzen nochmal einen Versuch, ne? Ich finde das echt krass. Ich finde das immer noch einfach bemerkenswert, dass jemand wirklich irgendwie eine 400er Winstreak oder so hat. Das ist teilweise so heftig. Also keine Ahnung, kann ich nicht nachvollziehen, wie das geht, aber jo. Wenn der das schafft, ne? Dann hau rein. Dann hau rein, Alter. So, Anarchisten-Kochbuch brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Strength. Ich finde Chariot eigentlich ziemlich gut, weil wir damit kurz unbesiegbar sind. Ich hätte gerne tatsächlich jetzt irgendwie ein... Weiß nicht, ein... Irgendwas Tolles. Irgendein HP-Upgrade, vielleicht Tears-Up, vielleicht hier Squeezy. Squeezy wäre, glaube ich, ganz cool. Sag mal, macht der denn so riesige Trollbomben? Oder macht er die nur, wenn er die Kugel nicht tötet? Kann das sein? Oder ist das einfach random? Ich glaube, das hat mit der Kugel zu tun. Safe Call. Oh, nice, dass ich durch den durchcharge. Und einfach genau in dem Moment verschwindet er. Awesome. Okay, nice. Wir kriegen immer ein HP-Upgrade. Ist okay. Shop ist eigentlich Wurst. Brauchen wir nicht. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter in die nächste Ebene. Ja, mal sehen, mal sehen, mal sehen, ne? Die erste Stage war schon mal nicht so erfolgsversprechend. Es ging, ne? Es ging. Es war okay, aber jetzt auch nicht so, dass es mich umhaut. Blaues. Jawohl. Blaues Herz ist schon mal sehr gut. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Besser wäre natürlich gewesen, wenn wir vielleicht den Rock bekommen hätten. Weil das nochmal vom Damage her mega krass gewesen wäre. Mega krasse Damage Buff. Aber naja. Jetzt ist auch so okay. So. Ja, komm her. Nice. Nice, nice. So, gut. Gehen wir mal weiter. Was ist da denn? Lil Loki. Oh, den hatten wir noch gar nicht.
Gut, das heißt, wir müssen eventuell mal gucken, dass wir uns im Shop vielleicht mal den Dings gönnen hier, ne? BFF. Wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Ich meine, kann man nicht erzwingen, aber der ist ja tatsächlich häufig da. Vielleicht haben wir auch diesmal wieder Glück. Oh, lol, ernsthaft? Oh, come on, mate. Komm. Wir können ab und zu auch mal unseren Charge ausnutzen. Ich meine, bei dem Gegner macht es jetzt nicht so viel Sinn, finde ich. Persönlich. Ich hoffe, wir kriegen irgendeinen tollen Teufelsdeal tatsächlich. Na, ah, okay. Pheromones oder Chariot? Wir nehmen Chariot mit. Müssen mal gucken. Ich will die Bomben eigentlich immer nicht direkt rauskloppen, wenn wir nur eine haben, um den Secret-Raum zu finden. Joker. Oh, Joker ist schon mal ziemlich gut. Brauchen wir für die Stage jetzt nicht, aber für die nächste können wir das mitnehmen. Für die nächste können wir das ruhig mal mitnehmen. Unlucky. Okay, wir gehen zum Boss. Oh, das ist ganz gut. Der hat noch nichts gemacht und wir haben hier schon ultra viel Damage gemacht. Ich muss aber auch sagen, dass wir hier gar nicht mal so einen schlechten Damage-Output haben. Also 4, irgendwas ist schon ziemlich viel. So, wir haben 3 Herzen. Demon Baby finde ich okay. Finde ich echt okay. Kann man echt mitnehmen. Macht eigentlich guten Damage. Ich würde immer noch sagen, wir nehmen die Joker-Karte mit. Weil wir dann in der nächsten... Stage können wir dann... for free nochmal in den Teufelsstil gehen, falls wir keinen bekommen sollten. Ja, deswegen hätte ich eigentlich nicht die Bombe benutzen sollen, ne? Seht ihr das? Genau das ist es. Ich hab's noch gesagt, ne? Ich hab's noch gesagt, man sollte das eigentlich nicht benutzen. Ja gut, unlucky würde ich sagen. Muss mir echt mal merken, wie diese Räume aussehen, weil ich gerade schon wieder in so eine dumme Fackel gelatscht bin. Okay, gut, wir gehen in die nächste Ebene. Shop macht keinen Sinn. Joker, die Frage ist halt jetzt, benutzen wir den Joker direkt? Eigentlich macht das keinen Sinn, weil, weil wir sowieso, ja, noch nicht mal wissen, ob wir überhaupt einen Teufelsstil bekommen. Ah, Fields. Das heißt, wir können eventuell ja sowieso nochmal ein Teufelsstil so bekommen und müssen dann noch nicht mal unsere Joker-Karte dafür wasten. Das ist mega kacke, weil der Logi hat mit seinen Schüssen fast dieselbe Farbe wie unser normaler Schuss, ne? Also wie der Schuss der Gegner, meine ich. Fucking Wechsviecher, so. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie noch ein blaues Herz aufbauen. Eventuell finden wir noch mal einen blauen Stein. Wir haben diesmal auch eine Bombe, ist das Gute. Continuum ist übrigens sehr geil, wenn ihr Dings habt, ne? Wenn ihr die Kohle habt. Das heißt, wenn wir irgendwie beim Boss, beim Teufelsstil irgendwie mal Krampus kriegen sollten, dann wäre es halt echt ziemlich swaggy, wenn wir Full Health. Wenn wir da die Kohle bekommen, ne? Fliegen ist auch ziemlich gut. Bringt uns auf jeden Fall ziemlich weit. Wieder eine Bombe, sehr gut. Ah, solche Räume sind echt easy. Die können wir halt easy machen. Ich hoffe, dass wir auch irgendwie noch einen Schlüssel bekommen. Aber mal gucken. Wir schauen mal. Okay, nice. Sehr gut. Ja, okay. Brauchen wir noch nicht mitnehmen. Können wir gleich mitnehmen, eventuell. Das ist ein Guppy-Item. Ist schon mal sehr gut. Guppy-Items sind nicht schlecht. Wir brauchen halt mal einen Schlüssel, ne? Ohne Schlüssel kannst du das vergessen, die Kacke, ne? Ohne Schlüssel kannst du das halt echt vergessen. Ja, Guppy ist das Problem, dass wir auf ein Herz droppen, ne? Das heißt, wir sollten es eigentlich erst machen, wenn wir halt wirklich eh nur noch ein Herz haben. Oder vielleicht auch gar keins, ne? Das heißt, wir können jetzt Teufelsziel eingehen. Bis wir nur noch auf ein Herz sind. Oder auf gar keins.
holen uns dann das Item und sind dann wieder auf einem Herz. Also man kann das so ein bisschen austricksen. Das geht eigentlich relativ leicht. Man muss halt nur wissen, wie man es macht. Ja. Ja, okay, das war's dann wohl für den Teufelsdeal, gehe ich mal davon aus. Unlucky, diese Scheißräume mit der fucking... mit den fucking Spinnen, ne? Gut, wir haben ja noch den Joker, ne? So ist es ja nicht. Also ist jetzt nicht ganz so tragisch. Ein bisschen unlucky, bin ich ehrlich. Okay. Einmal rechts lang. Ja, wir haben keinen Schlüssel. Das ist ziemliche Scheiße, ne? Merkt das selber. Merkt das selber ist ziemliche Kacke, ne? Ja, ist ziemliche Scheiße. Was willst du da anders sagen? Kein Schlüssel. Weder Shop noch Schatzraum ist echt Brühe. Ist echt richtige Brühe. Kann man nicht anders sagen. Da kann man nur hoffen, wir kriegen jetzt noch irgendwie einen tollen Teufelsdeal oder ein tolles Boss-Item, ne? Weil das ist wieder so ein Run, der uns echt zu schaffen macht. So, wir nehmen mal kurz High Priestess mit, da können wir nämlich den Bossmittel easy klatschen. Ja, war klar, dass wir das nicht bekommen. Range Up ist okay, weil wir Continuum haben. Ja. Schlagen dann sowieso über die Stränge so. Wir gehen mal kurz hier rein. Warte kurz. So, das Gute ist jetzt, wir haben auf jeden Fall 9 Leben. Wir haben 2 Guppy-Items, was schon mal sehr geil ist. Das heißt, wir können eventuell auf Guppy-Transformation gehen. Das einzige Problem nur hierbei ist folgendes. Wir haben wieder mal keinen Schlüssel, ne? Das wäre zu schön gewesen. Wir haben keinen Schlüssel, können also keinen Schatzraum oder auch keinen Shop angucken, obwohl wir viele Münzen haben. Ah, das ist echt unlucky. Naja, wir gucken mal. Das ist echt sehr unlucky. Naja, wollen wir mal gucken. Na, vielleicht kriegen wir das ja hin. Okay. Ich muss halt bei diesen Champion-Gegnern aufpassen, ne? Weil die mich halt instant töten. Eigentlich brauche ich halt echt irgendwie ein blaues Herz. Ne? So ein Puffer. Allein schon wegen dem Teufelsstil, ne? Ich meine, wir haben es. Oh, wenigstens haben wir jetzt mal einen Schlüssel, das ist sehr gut. Noch ein Schlüssel, sehr gut. Okay. Das ist schon mal nicht so geil. Triple Shot, oder? Ja. Das ist okay. Hier fehlt mir wieder ein Schlüssel. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin, Teufelsziel zu delivern. Wir gehen mal ganz kurz zurück zu dem Schatz. Zu der Schatzkiste. Vielleicht haben wir Glück. Das ist der Boss. Oh Gott. Oh Gott, da kann man auch echt fehlen bei. Okay, nice. Wir kriegen HP-Upgrade und... Der immer den Laser rundrum macht, ne? Dieser kleine Sucker. Wir kriegen natürlich Krampus Head, Alter. Ja, das ist scheiße. Wir brauchen unbedingt dieses Fliegen. Ansonsten ist es Cancer. Wir brauchen unbedingt fliegen.
Sind leider noch nicht Guppy und ja, so ohne, ganz ohne Fliegen ist, glaube ich, echt scheiße, weil wir können viele Sachen nicht mitnehmen. Wow, wir wurden echt mitten auf dieses Energieding geportet. Oh. Fields, Alter. Alrighty. Ja, wir brauchen noch den Shop. Ich hoffe ja immer noch auf BFF. Oder auf, hier unsere Fliegen sind größer, ne? Also Giant Hive oder sowas. Heißt das Hive? Ich glaube ja. Ah, ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist ganz geil, das Teil. Das ist tatsächlich ganz geil. Das verursacht, dass wir alle Teufelsseals für nur ein Herz mitnehmen können. So, wir haben noch ein Herz. Das heißt, wir können jetzt in den Bosskampfraum gehen. Mal kurz reingucken. Ja, das war nicht so eine geile Entscheidung. Ich habe richtig Angst. Jawohl. Oh Gott. Na, spuck aus dem Boy. Eigentlich ist der mega leicht. Also Mega Maul ist wirklich super easy. Okay, was kriegen wir? Eine Pille. Health down. Oh, Fields, Alter. Ah, das ist echt viel. Wir haben ein Herz verloren, deswegen scheiße. Ja, wir haben noch den Shop. Wobei ich glaube, bei unserem Glück aktuell ist wahrscheinlich Greed drin. Oder? Würde mich nicht wundern. Würde mich nicht wundern, wenn wir Greed haben. Ich finde auch unseren Topfschnitt extrem gut, ne? Wir sehen einfach aus wie so ein Pilz. Einfach mega dumm. Haha. Ja. Das ist jetzt die Sache. Keine Ahnung. Fields. Keine Ahnung. Habit? Ich weiß nicht, ob wir es gebrauchen können. Wir gucken mal. Diese Ebene war auf jeden Fall schon mal echt nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben leider keinen Teufelsstil bekommen, den wir brauchen. Wir haben leider kein Guppy-Item mehr bekommen, was ein bisschen schade ist. Ja, wir gucken mal, was in der nächsten Ebene wartet. Wir hoffen auf Gutes. Wir hoffen auf geile Sachen. Ansonsten haben wir echt ein Problem. Gott. Ich hab bei den Dingern immer echt mega Angst, ey. Diese ganzen Champion-Gegner, ne? Da musst du echt vorsichtig sein. Okay. Wow. In einem noch kleineren Raum ging es nicht, oder? Geil! Direkt das ganze Herz weg und die Münze. Proptosis. Ah, ist okay. Proptosis ist eigentlich ganz okay. Macht halt mehr Damage, je näher wir dran sind. Geht eigentlich fit. Unser blaues Herz verloren haben, das geht aber eher gar nicht fit. Unsere Augen, geil, oder? Sexy Eyes. Die guten alten Sexy Eyes. Das Gute ist echt, dass wir fliegen können. Ich glaube, ohne das Fliegen wäre es super Cancer. Scatterbombs.
Ja, es haut mich jetzt auch nicht wirklich um, ne? Gibt auch echt wieder bessere Sachen. Blue Map. Lol, ich hätte mich gerade beinahe weggesprengt. Ja, auch hier wieder, ne? Gibt auch hier wieder bessere Sachen. Pheromones ist okay. Na, ist das ein blaues Herz? Das ist sehr gut. Noch eins. Holy shit. Shop haben wir, Schatzraum haben wir. Wir sind jetzt hier in Tiefen 1. Okay.